Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video werde ich euch zeigen, wie ich gestern im Livestream über 300 der neuen Hell Eggs geöffnet habe und versucht habe, die neuen Mythical Pets zu ziehen. Dafür habe ich mir natürlich den Luck Forever Game Pass gekauft und wir gehen dann einfach mal rein. Ja, Update ist draußen. Hell Island, 10 New Pets, New Egg, Auto Hatch Pass, Auto Hatch. Lucky Pass, New Lucky Rank, Pass. Tons of New Fixes. Rank. Oh, beim letzten Mal waren es nur lots of Fixes, Rank, jetzt sind es schon tonnenweise. Eine Minute noch. Hacker. Oh, New ich Rank, stimmt. Machen wir schnell einen neuen Hacker. Rank und ich bin Hacker. Yeah! Wir sind alle Hacker. Ich habe mir jetzt den Better Luck with X Game Pass gekauft und jetzt werden wir X öffnen. Der? Jetzt werden wir sowas von X öffnen. Wie viel kostet der, Anton? 400. 400? 400? Wie sehr ich keine Lust auf Adopt Me habe. 11 Millionen kosten die nur. Es gibt eine neue Kiste. Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen, tatsächlich. Oh Gott. Zumindest habe ich so Bilder gesehen. Wie viel kostet ich habe schon zwei Golden Hellhounds. Yeah. Mit 2% Nein, Chance, das ist gut. Hast du nicht? Oh, das, ey, ich glaube, der Game Pass lohnt sich. Ich ziehe die ganze Zeit nur Golden Hellhounds. Die haben 2% Chance. Du hast nichts, Anton. Du bist arm. Okay, gehen wir jetzt auch über. Anton, wie viel kosten die Pets, die Eggs? Ich sehe es nicht. Die kosten, 3 Euro. Ich kann es dir nicht zeigen. Warte. 99 Millionen. Pets-Simulator. Ich weiß nicht, ob ich goldene oder normale mache. Ich mache die goldenen, weil wenn ich was Gutes ziehe, dann soll es gleich richtig gut sein. Das geht, mir geht's fahrbehaft. Victor macht den Roblox-Namen oben angepinnt, okay. Aber ihr könnt mir sowieso nicht nachtrennen, von daher bringt halt nicht wirklich was. Okay. Oh mein Gott, ein Hellhound. Nee, wie gut sind die denn? Du trollst doch. Nee. Golden Hellhound hat von Haus aus 1,08 Millionen. Oh, das ist stark. Was heißt von Haus aus? Als Gold, stimmt, als Gold. 1,8 als Gold? Ja. 1,0. Und der hat eine 2%ige Hedge-Chance. Ist das Wither Wisp 2.0? Also 2%, ja, okay. Okay, Leute, ich joine jetzt endlich der Lobby. Das Ding ist halt, ich habe jetzt zwar mein Profil irgendwie angepinnt im Chat, aber... Ja, ich habe einen Golden Hell Spider. Ich liebe den Luckpass. Oh mein Gott. Ey, ich habe so Hunger, ne? Aber ich hab echt keinen Bock. So, wir schauen uns jetzt mal die Hell Spider an. Wo ist die? Also auch ein neues Update. Der hat schon 2,4 Millionen. Es kam gerade eben ein neues Update raus, Leute. So. Golden Hell Chick. Stell dir vor, du bist ein Golden Hell Chick. Das bin ich. Okay, Leute. Ich bin so glücklich. Endlich habe ich mal Luck beim Ziehen. Ich musste nur 400 Robux ausgeben. Ich schenke wieder Pets später. Gerade nicht. So, kann mir jemand helfen? Ich habe gerade mein Windows Update gemacht und jetzt ist auf meinem Bildschirm alles doppelt. Also ich habe da doppelte Spiele, doppelte Musaus und so weiter. Du solltest vielleicht den Windows Support anschreiben. Ich habe absolut keine Ahnung, Digga. Lucky Forever? Ja, ich hab Lucky Forever. Ja. Okay, Leute. Warum ist das locked? Hallo? Jetzt soll ich mir erstmal die Region kaufen. Und Lucky Forever lohnt sich. Oh, 2 Hell Spiders auf einmal. Fuchs, das würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Und wenn ich cringe wäre. Oh. Tja, Fuchs, ich hab schon das Äquivalent von 6 Hell Spiders auf einmal. Wie sieht eigentlich die Hell-Region aus? Wo ist die riesige Kiste? Da ist keine. Gibt es nicht. Wir wurden mal wieder enttäuscht. Hä? Es wurde zwar eine riesige Kiste gezeigt, aber die war fake. Fake News. Aber. Gibt's nicht. Aber. Vielleicht wird das wieder nachgepatcht, so eine Stunde später. Ja, Mann. Wie hoch ist dein bestes Pet? Mein bestes Pet hat mir Victor gerade eben gegeben. Ich habe übrigens gerade einen Demon gezogen. Mein bestes Pet hat mir gerade Victor gegeben. Ich habe gerade einen Demon gezogen. Der hat als Goldpad schon 2,13 Millionen. Mein bestes ist ein Rainbow Agony. Warte, ich kann das heißt, nur die Agonies sind immer noch die stärksten gefühlt. Das ist, ja. Naja, ja, wenn ja, ich diese Pets, die ich gerade gezogen habe, Rainbow mache, sind die besser als Agonies, oder nicht? Fuchs, ich werde die gleiche. Nein, oder? Wie viel haben Gold Agonies? Mehr. Gold Agonies haben 2,2. Ey, Leute, ich habe 3 Hellhounds bekommen. Ich habe einen Demon bekommen, Leute. Ja, guck, der wird dann Und Agony ist stärker. Aber es kann ja auch ein schwacher Demon sein. 2,2 Millionen hat. Ja, und der 2,3. Fuchs, Mathematik, Leistungskurs, Digga. Ich habe den zweiten Golden Demon. Mal gucken, der hat 2,13. Ich hab 2,3 verstanden. 2,13, ja. Genau. Matthias Pelzer schreibt, oh, mein bestes Pet hat 13,7000. Wir werden vielleicht nachher noch ein paar von den Pets verschenken, die ich jetzt schon. Aber erstmal werde ich natürlich exceptionen. Ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Wer ist übrigens gejoint? Noch ein bisschen. Crafter natürlich. Typisch Crafter. Crafter öffnet doch die Harzer Alex. Du willst Pets craften? Ja. Sagen wir mal so. Was für Pets hast du? Oh. Bruder, ich habe das Spiel nicht mehr gespielt. Ich gebe dir ein bisschen was. Ja, ich geb Craft einfach mal 5 Pets, Digga. Was für welche? 3 Agonies in Gold und 2 Samurai Dragons in Rainbow. Ist das gut? Okay, dann gebe ich ihm auch einen Punkt. Ich denke, was ist das Beste aus der normalen? Das beste Pet wahrscheinlich, das Mythical. Oder meinst du die normale Pet? Wieso kann ich nicht mitspielen? Ist der Normatus. Also wie ich gesagt, möchte heute unbedingt das Mythical Pet ziehen. Ich habe so viel Glück, wie man sich mit Geld kaufen kann. Warte, Leute. Es gibt zwei neue Mythical Pets oder ist es Legendary? Zwei Epics. Das eine ist Legendary, das andere ist Mythical. Okay. Bin ich jetzt besser? Ja. Ist ein Privatserver, ja. So läuft das. Ja, ich meine, irgendeine Person wollte halt, dass ich meinen Link da reinmache, deswegen habe ich es reingemacht, aber keine Ahnung. Ich habe legendär. Nice. Der Luck with Eggs. Ist der Lucky Boost gut, den man sich da kaufen kann jetzt? Ja, der ist sehr gut. Ich habe den reingemacht und ich hatte noch nie so viel Glück, wie ich jetzt habe. Es ist tatsächlich ziemlich cool.
wann das Update rauskam. Es kam einfach. Ja, jetzt. Zeig das Update mal, kam ja jetzt. Zeigen. Vor 10 Minuten. Das beste Pad, was ich habe. Ich habe das beste Pad nicht. Wie soll ich das zeigen? Aber es geht eh nicht, weil Spiele auf iPad, das hat ja nichts damit zu tun. Wenn ich nachher Pads verschenke, dann gehe ich auf öffentliche Server. Und ja, okay, auf ein iPad hast du vielleicht, wenn deine Connection schlechter ist, schlechtere Chancen nachzujoinen. Aber wenn du schaffst, nachzujoinen, dann kann ich auch Pads schenken. Schnell alle alten OP-Pads für viele Gems verkaufen. Ich meine. Die alten OP-Pads sind jetzt auch nicht so viel schwächer, weil das ist ja nur eine Stufe weiter. Wir sind davon ausgegangen, dass es zwei Stufen mehr gibt, aber mit dem Update kam nur eine neue dazu. Ja, das finde ich echt komisch. Warte, ich schau mal kurz bei der 25 Milliarden Region vorbei. Sorry kurz, Leute. Ich find's komplett verständlich. Er wollte jetzt einfach ein Update raushauen. Er war ja im Urlaub und zwei Wochen ohne Update wäre halt ein bisschen kacke. Ja, das macht, es gibt eine halbe Woche. Ihr hattet recht, Leute. Mit einem kleinen Update. Ihr hattet recht, Leute. Es gibt nichts. Nichts. Okay, ich kann jetzt schon einen Demon und einen Spider auf Gold machen. Nein, du kannst nichts. Ich dachte, du hättest das. Nein, ich habe doch erst gerade den Livestream gestartet. Der Livestream läuft jetzt vielleicht erst in 10 Minuten. Die Truhe hat 25 Milliarden Durability anscheinend. Die neue? Ja. Das ist ziemlich viel dafür, dass man 25 Milliarden braucht, um die 25 Milliarden Region zu bekommen. Aber vielleicht wird die ja doch wieder teurer. Ich meine, jetzt kann man die gar nicht mehr bekommen. Wer weiß, also ich habe die immer noch und hinter der Tür ist nichts. Ja, und ich hoffe, sie wird nicht noch teurer. Die wird einfach nochmal die wird einfach 25 Trilliarden wert sein. Ja. Und du hast sie dann einfach günstiger bekommen. Ja, der verdienende Boss. Dann hätte ich sie mir doch vor dem Update kaufen können. Aber hätte ich sie mir vor dem Update gekauft, dann hätte ich jetzt nicht so viel Geld. Dann wäre ich jetzt schon wieder pleite. Ja. Habe ich gestern aufgemacht. XD, ein Rainbow Will-O-Wisp. Nice. Gib mir Rainbow Will-O-Wisp. Wie gut sind die Pets? Ich werde jetzt erstmal die neuen Pets fusen, glaube ich. Ich habe absolut keine Ahnung, wie gut die neuen Rainbow oder ich meine die Legendary oder Mythical Pets sind. Nicht viel besser. Obwohl, doch. Aber halt das besser. Mythical hat 8 Millionen, glaube ich, oder? Ja, in Standard. Ja, in Standard hat es 8 Millionen. Ja. Habe gestern eine Will-O-Wisp für 1 Million verkauft. Das ist nice. Ich find's cool, wenn man den Golden Demon zieht, dann ist da so Feuer um ihn herum. Ja, das ist ein cooles Feature. Ja, das ist ein cooles Feature. Hi Fuchs, hi Anton, hallo. Hi Fuchs, hi Anton. Gibt es neue Level, also sowas wie Godlike, Pro und Noob? Es gibt jetzt einen Hacker-Rang. Den habe ich. Wow. Ich ziehe gerade sehr, sehr viel Epics. Ja, ich ziehe gerade auch ein paar Epics. Fällt mir. Gesundheit. Das war Husten mehr. Trotzdem, ich will, dass du gesund bist. Victor, es gibt ja noch eine Welt, aber es kommen noch 4 Echsen. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das nächste Eck gehört zu der 25 Milliarden Region, um echt zu sein. Das ist, was ich dachte. Das nächste oder das letzte? Es gibt ja noch eine Region zum Aufkaufen hier in der Fantasy-Welt. Ich denke mal, dass das letzte Eck, was es hier gibt, wenn man die 25 Milliarden Region aufkauft. Ja, denke ich auch. Victor, vielleicht, wenn man die neuen Pets fused, dann bekommt man Rainbow Pets. Das ist eine gute Sache. Aber ich habe leider keine Pets. Ja, und fusen, dafür muss man erstmal eine Menge Pets zusammen haben, damit man sich das leisten kann, da wieder rum zu experimentieren. Ja. Und am Ende alles wieder zu versauen. Ja. Oh mein Gott. Das darf gerne Victor machen, aber ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich habe auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, ich habe noch ein Video aufgenommen, wo ich alle meine Rainbow Pets, es waren über 200 Rainbow Pets, die richtig krass waren. Das waren auch teilweise die du mir gesponsert hast. Und ich habe die alles zusammengeführt. Ich habe nur Müll bekommen. Nur. Ja. Und Fuchs hat auch ein Video gemacht, in dem hat er auch nur Müll bekommen. Das Ding ist halt, ich hab sogar zwei Dings da bekommen. Wie ist die nochmal? Samurai Dragons hießen die, genau. Zwei Rainbow Samurai Dragons habe ich bekommen und der Rest war nur Müll. Der Rest war straight nur Müll. Ich habe dieselben Pets entweder bekommen in schlechter oder einfach nur irgendwelche Müllpads. Ja. Wurde um 300 Robux gesampt. Wie ist das bitte passiert? Wie kann ich bei dir rein? Gar nicht. Ich habe einfach nur meinen Profillink in den Chat gepostet, damit Personen, die sagen, ey, kannst du bitte dein Profillink verlinken? Profil? Da kannst du dein Profil verlinken. Die einfach fragen, wie heißt du auf Roblox? Obwohl es unter meinem Facecam ist, ja. Warum habe ich nur Impossible? Habe über 10.000 Chests kaputt gemacht. Muss noch einen Key kaputt, einen Coin kaputt machen. Ja, man muss dann immer eine Sache kaputt machen, dann stößt man das Update an. Und ja. Hacker dauert auch ziemlich lange, weil... Obwohl, doch nicht so lange. Ich hab's auf Max. Ich dachte, ich hab's noch nicht auf Max. Oh, na gut. Ja. Aber noch haben sowieso keinen Maßstab. Wir alle nicht, weil wir haben extrem viel gefarmt. Ja, wir farmen wirklich. Wir sind wahrscheinlich schon 3 Stufen über Hacker. Theoretisch wahrscheinlich schon. Ja. Theoretisch wahrscheinlich schon 50 Stufen da. Nein. Du das weißt ja trotzdem exponentielles Wachstum. Exponentielles Wachstum. Ich bin Fuchs Malkinson. Er ist wirklich Fuchs Malkinson. Ja, ich sag's doch. Wann geht denn endlich mein Geld alle? Wie macht mein Autoklicker auf Handy? Ich benutze mein Handy nicht für Roblox-Spielen. Warum soll ich das wissen? Autoklicker auf Handy ist ungewöhnlich. Keine Ahnung, ob es dafür APKs gibt. Es gibt auf jeden Fall Autoklicker-APKs auf dem Handy, ja. Auf dem iPhone geht's auf jeden Fall nicht. Also auf dem Android auf jeden Fall. Das weiß ich zu 100%. Ich fuse mal 6 Rainbow with a Wisp. Ich weiß, das ist dumm, aber ich kann's. Ja, probier's mal aus. Vielleicht kriegst du ja tatsächlich was Gutes raus. Ich kann jetzt aber wieder mein Ultra Lucky Booster Rhyme
gemacht. Und ich glaube, ich könnte kein Pet irgendwie krass machen. Keines dieser Epic Pets, leider. Dafür habe ich jetzt zu wenige. Ich kann keins Rainbow machen. Ich hatte gar keinen Bock auf meinen PC. Ich hatte Autodelete die ganze Zeit an auf meinem PC-Account. Ja, ich finde Autodelete nicht so nice, weil am Ende des Tages kannst du trotzdem deine Pets fusen. Genau, ich würde auch Autodelete niemals anmachen, weil selbst die billigen Pets sind wertvoll. Ich meine, die kannst du auch wegtraden eigentlich. Ich denke mir zwar die ganze Zeit, warum ziehe ich einen Golden Chick? Ich will das nicht, aber ich kann die später fusen. Du kannst auch später verschenken. Ich kann die auch verschenken. Die werde ich verschenken zum Beispiel. Wie kann ich bei dir reinkommen? Gar nicht. Kann mir jemand helfen? Ich wurde um 300 Robux gescampt. Ich weiß doch nicht, wie wir darüber helfen sollen, Digga. Du musst den Robux-Support deswegen anschreiben. Vielleicht wird der dir helfen. Wir können da nichts machen. Wie findest du die neuen Pets? Keine Ahnung. Also ich finde, vom Design her finde ich die ich bisher gesehen habe, ganz geil. Ich finde, vom Design her sehen die Common Pets, also eigentlich nur das 32% Pet, sieht Müllers, die anderen Pets sehen eigentlich ganz schick aus. Ich mag das Design der Eier nicht. Da fand ich das Design der vorherigen Eier, der Haunted Eier, besser. Das auf jeden Fall. Das sah ziemlich gut aus. Ja, guck mal, neue Exclusive Pets, ich weiß. Ich werde mir die ganz sicher nicht kaufen. Aber Crafter wird sich die noch kaufen. Sicher nicht. Ja, und uns schenken. Was? Als ob Crafter, du Ehrenmann. Du wirst uns allen 36 von den neuen Exclusive Pets schenken. Du Ehrenmann, der. Okay, ich fuse jetzt erstmal ein paar Hellhounds. Mit dem Autoklicker. Okay, du brauchst das nicht mehrfach zu schreiben, weil die Aussage, die du da tätigst, sagt nichts aus. Du brauchst nicht die gleiche Aussage, die nichts aussagt, mehrfach in den Chat zu schreiben. Was soll ich mit der Information anfangen, dass du Roblox Felix's Video mit dem Autoklicker hast? Ja, er hat einfach dein Video, Fuchs. Was soll ich damit anfangen? Ja, der war dein Video. Und ich hatte keinen Bock auf PC, ich hatte Autodelete an. Nicht. Mann. Man könnte aber diesen Hellhound Wolf Gold machen und dann vielleicht sich ein Rainbow Pet. Ein Legendary Pet erhaschen. Das werde ich gleich machen. Ich hatte keinen Bug auf PC, ich hatte Autodelete dann. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Was für Bug, Leute? Ist heute Giveaway? Vielleicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Weil das Ding ist, ich habe ja nicht mal Pets. Wie soll ich Pets verschenken, Leute, wenn ich keine Pets habe? Okay, ich habe was diesen Hellhounds bis jetzt. Ich werde wahrscheinlich ein paar Pets am Ende verschenken, aber auch nicht so viele. Aber erstmal steht in meinem Livestream-Titel keine Pets verschenken, damit er ja nicht auf Ideen kommt. Hi, hast du schon mal ein Game erstellt? Nein, aber Anton hat eins für mich erstellt. Und ich habe ein bisschen dran gearbeitet, aber irgendwie ein kleines bisschen so. Den größten Teil haben Anton und Fuchs, glaube ich, gemacht. Ich habe fast nichts gemacht. Dann hat der größte Teil Anton gemacht. Game wurde neulich geupdatet. Wenn ihr den Roblox Victor-Merch kostenlos anprobieren wollt, könnt ihr in die Obby gehen. Ihr müsst nur zu Ende spielen. Und am Ende könnt ihr dort den Merch anziehen. Hast du mal den Comment zu Gold? Was? Die Comment zu Gold? Die Comments. Die Comment Pets. Aber hier gibt's keine Comment Pets. Wir nennen die heutzutage Basic, ja? Basic. Stimmt, Basic. Warte, wo sind meine... Ach, hier unten Basic. Da ganz unten. Wo sind meine Manieren, Anton? Ich will jetzt endlich mal ein gutes Pet ziehen. Ich auch. Ich zieh die ganze Zeit gute Pets, aber ich will endlich mein Legendary oder am allerbesten gleich das Mythical Pet ziehen. Oh nein, ich habe viele Eggs geöffnet und am Ende bemerkt, dass ich Super und Ultra Lucky nicht drin hatte. Oh, das ist mies. Das ist mies. Nicht achte extra drauf. Ich guck die ganze Zeit unten in die Ecke, wie viel noch übrig ist. Ich auch. Ich dachte, dass ich keine Pets ziehen konnte. Ah, ich verstehe jetzt, was du meinst. Er hat Auto-Delete an und hat sich gefragt, warum er keine Pets bekommen hat. Was hier wieder das geht, Jojo kann sich Ei in Jojos Wonderland mit Penny groß machen. Wenn sie kommen, wisst ihr, wie das geht. Anton, wie nennt sich der Command, um sich groß zu machen? Du kannst du einfach Size und dann deine Größe einstellen. Jojo benutzt dafür aber ein Script, den er einfach in die Konsole oben rein pastet, um ihn so langsam wachsen zu lassen. Ja, okay, aber wenn du dich groß machen willst, dann kannst du einfach Size 187 oder so eingeben. Genau. Fertig ist. Also Size 187 geht natürlich nur, wenn ihr HD-Admin drin habt oder ein anderes vergleichbares Admin-System. Wenn gar kein Admin-System drin ist, dann so wie Jojo vor irgendwas bis irgendwas, du und dann deine Character-Size plus plus. Und mein Inventory ist voll. So ein Mist, Anton, jetzt muss ich ganz schnell Rainbow machen. Fuchs, hört mir zu, ich habe eine wichtige Announcement. Es gibt einen neuen Code. Der Code Underworld, groß. Leute, hier hört ihr es zuerst. Hier, Underworld, genauso geschrieben. Ich schreibe es auch nochmal in den Chat. Hier, Underworld, genauso geschrieben. Underworld, ich zeig's euch auch. Hier seht ihr es zuerst, Leute, bei unseren Livestreams. Hey, Victor, sollte ich mir Limited Pets holen für 500 eurer VIP? Yeah. Ihr könnt auch gerne zu Crafter spenden, wenn es sein. Oh, warte, er ist ja irre, Mann. Ach, ihr schreibt einfach bei Victor rein, das ist eigentlich für Conny. Ja. Und dann gebe ich Anton aber nicht. Genau. Ich lösche die Nachricht. Und dann kaufst du den. Wenn du nochmal was in den Chat eingeben musst. Also, in den Chat gibst du nichts ein. Nicht in den Chat, du drückst F9. Und dann gehst du auf Server und dort kannst du Sachen eingeben. Das geht natürlich nur als Administrator. Bis jetzt habe ich Chat, nice. Ich weiß nicht, ich kann mal nachschauen gleich. Victor, das Thanos-Dance ist voll cool, ich weiß. Das Thanos-Dance gibt ist voll cool. Gibt es das cool, neue Victor. Update? Ja, das neue Update gibt es, das spielen wir gerade. Ne, Fuchs? Felix 1 plus 1 hier. Fuchs ist voll so funny. Ist es schlauer, normale oder goldene Hexe kaufen? Alle! Normale. Alle Eggs. Einfach alle Eggs kaufen. Kommt drauf an, ob du viele Gems hast oder nicht. Ja, ich würde sagen normale. Ich kaufe mir normale. Ich kaufe mir lieber die goldenen. Ja, weil du auch 1000 Milliarden Gems hast. Der Server ist nicht voll, du darfst einfach nur nicht auf den Server.
Ja, der Server ist nicht voll. Hä? Siehst du nicht die Nachricht? Kannst du nicht lesen? Was bringt Lucky Forever? Du hast mehr Glück, wenn du Eggs öffnest. Was ist das nicht eigentlich selbsterklärend? 39. Na, wenn man kein Englisch kann, Books ist es nicht selbsterklärend. Books hat The Funny gemacht. The Funny. Was? Funny. Was für Command? Ja, wie was für Command? Wenn du dich damit nicht auskennst, dann stell die Frage nicht, Bro. Das ist eine gute Antwort. Ich meine, wenn du eh nicht weißt, was Commands sind, dann juckt es dich eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, dann ist das Einzige, was du wissen musst, dass du es nicht kannst. Abo! 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 Ich hab gedacht, Giveaway. Oder war das gestern? Heute ist Update erstmal. Heute erstmal schlafen gehen, Digga. Ratu. Schade, hab gar keine Coins für die Maps und Pets. Hättest du wohl farmen müssen, ne? Wir haben brav gefarmt. Müssen, ja. Oder? Wir haben brav gefarmt. Ich am wenigsten, weil ich meine ganzen Coins doch für ein Video ausgegeben habe, was heute online kam. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich noch ein bisschen länger farmen kann, aber dann kam auf einmal Update, kommt doch anderthalb Stunden früher. Ja, ich dachte auch, das Update kommt. Und ich musste ganz schnell aufs Klo rennen. Ich dachte auch, das Update kommt zu Freitag, Samstag vielleicht sogar. Richter, der Eurocrafter P hat einen Bruder, sie heißt Aria. Ist mir sowas von egal, dass dein Bruder. Ja, vielleicht ist er hier. Transgender oder so. Nee, nicht Transgender. Vielleicht identifiziert er sich als andere, was anderes. Einfach nur. Okay. Gibt es einen neuen Code? Ja, ich schreibe ihn mal in den Chat. Geld gegen Wassermelone. Digga, ich liebe die Wassermelone in Paraguay. Wirklich. Ich habe bisher vier verschiedene Wassermelone in Paraguay gegessen. Und die waren alle gut bisher. Aber wir sind immerhin in den neuen Eggs investiert. Nice. Die ich habe jetzt auch noch. In der Hell kommt anscheinend nur random, nachdem du ein paar Coins gemeint hast. Das ist gar nicht so eine. Ach so, das ist ein richtiger Scam. Das ist ja richtig. Wie viel HP hat die? Immer noch 25 Milliarden, glaube ich. Oder Millionen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das, aber wenn die nicht immer wiederkommt, dann ist es nicht wert. Ja, ist es nicht wert. Weißt du, warum die denn das keine Videos mehr hat? Weil er wieder immer wieder alle seine Videos löscht. So läuft das bei ihm. Ja, das macht er halt immer. Er hat einfach keinen Bock mehr auf YouTube, dann ja. Dann hat irgendwann er wieder kommt Bock er wieder zurück, dann stellt er wieder ein paar der Videos online. Er macht auch immer wieder neue Kanäle, so läuft das. Ihr müsst halt gucken, auf welchem Kanal er jetzt aktiv ist. Was bedeutet Gold Machine und was macht die? Die macht Pets Gold. Weißt du? Da packst du 6 Pets rein, hast 9%ige Chance, dass du ein Goldpad rauskommst. Aber Einstein hat mir das gesagt. Ja. Victor, du hättest anders antworten müssen. Was? Du hättest antworten müssen wie... Pet rein! Weißt und du, dann kriegst du Gold. Ich glaube, du bist behindert. Hä? Ja, bin ich tatsächlich sogar, Anton. Wusstest du das nicht? Ja, du bist farbenblind, du Opfer. Du Opfer. Ja, nicht nur das. Ich bin auch kurzsichtig. Ich habe eine Beinbehinderung. Ich habe vieles. Wäre mir ziemlich peinlich, wenn ich du wäre. Wie alt bist du? Das weißt fragt du? Man nicht. Underworld-Account. Ja, das weiß ich schon, Naji. Du brauchst nicht den gleichen Code dreimal einzugeben, den ich schon davor eingegeben habe. Aber hier, Anton. Ja. Was soll ich gerade sagen? Gar nichts. Genau, wollte Gott mich nerven. Als ich geboren wurde, wurde ich geboren, Albert Einstein. Als ich geboren wurde, musste Gott mich nerven, Digga. Deswegen. Ja, jeder muss irgendwo genervt werden. Ja. Anton zum Beispiel ist 1,40 groß. Genau. Du hast viele Golden Pets OMG. Ja, aber die werden alle zusammengefused, um vielleicht Legendary Pets rauszubekommen. Zeig Rollstuhl. Da ist er doch. Seht ihr den nicht, hä? Der ist unter einem Panzer. Hier ist Rollstuhl. Doch nicht. Verarscht. Ich weiß nicht, wie er den Bein dreht. Haha, doch nicht. Lol. Ich sehe die große Kiste. Ich nicht. Ich meine jetzt meine ist die Pets große Kiste da? Fuchs meinte vorhin, die ist da, aber... Nein, ich hab gemeint, dass sie existiert. Ach so, ich dachte, du hast sie selber gemacht. Zeig Fuß. Nein. Solche Sachen werden hier nicht erlaubt. Nicht, Rosch. Du wirst erstmal gebannt. Keine Füße hier. Ja, weil meine Füße sind ekelhaft. Wo Mann ist die Nein, fett? Es gibt... Wer ist fett? Keine Ahnung. Es steht bei mir da auf Mann ist die fett. Okay, Bruder. Ich dachte, du meinst jetzt meine Füße. Meine Füße sind eigentlich richtig lappig, Digga. Also wirklich, die sind richtig, weißt du, du siehst so mein Gesicht, denkst du so, okay, der ist vielleicht ein bisschen moddig. Dann siehst du meinen Oberkörper, denkst du, Digga, das ist ein richtiger Fett. Nee. Du siehst meine Beine, meine ich. Meine Oberschenkel, denkst du, Digga, ist der fett. Und dann siehst du meine Beine, denkst du, Digga, okay, der ist einfach normalgewichtig. Keine Ahnung. Einfach normalgewichtig im Match. Ja? Aber nee, Digga, ich hab Übergewicht. So ist das Leben halt als Übergewichtiger. Ja. Du siehst ja, einfach aus wie Thaddäus, als er zu viele Krabbenburger gefressen hat. Ja! Ach ja. Also als erstes rutschen die dir alle in die Oberschenkel. In die Oberschenkel? Und der Falke fragt, welche große Kiste? Keine große Kiste, die Leute labern nur. Es gibt leider keine neue große Kiste. Nur die zufällig erscheinenden großen Kisten, die ab und zu halt irgendwo spawnen. Yeah. Mann, ich verstehe nichts, wie man das macht. Ihr redet alle, gibt es eventuell ein Video, wie man das macht. Was meinst du? So, ich habe jetzt ein Rainbow Spider Ding. Nein! Wie viel Damage macht das? Oh, 4,75 ist halt schlechter als ein Engel. Und Tatsache, Michi schreibt, Rainbow Spider bringt 4,7 Schaden. Ja, sag ich doch. Ja, das hat sogar Michi bei mir geschrieben. Ja, vor dir. Michi ist ein OG. Rainbow Demon bringt übrigens 4,95. Ja, 4,95 ist immer noch schlecht. Ist schon klar. Okay, warte, ich muss jetzt nochmal zum Shop und das Du streamst? Spielen. Nein, ich streame nicht, Vero. Dings. Nee. Mein Inventory ist voll schon wieder typisch. Das ist ja nichts. Victor aus der Schule. Kann nein. Die neuen Codes sagen? Ich habe ihn davor reingeschrieben. Underworld. Einfach großes U. Ich gehe schon, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr zur Schule. Ich bin wirklich seit 2 Jahren, glaube ich, schon aus der Schule raus. Vielleicht genau sogar ein das, länger. Was Throwing Like a Sir schreibt. Und Fuchs ist auch aus der Schule raus? Ja. Er hat sein Abi gemacht. Wir fangen bald wieder an.
Seid wie Fuchs, Leute. Seid wie Fuchs, Leute. Seid macht euren Abi. Leute. Macht einfach Abi und fangt dann zu studieren an. Beziehungsweise macht einfach Schule fertig, Digga. Macht einfach Schule fertig und macht dann entweder Studium oder Ausbildung. Ja. Verschenkst du Pets? Später vielleicht. Gerade nicht. Jetzt mache ich erstmal Pets. Victor, hast du morgen Schule? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich lebe nicht mal in Deutschland. Ich bin 17.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Wie soll ich morgen zur Schule gehen? Ja, komm morgen einfach hier zur Schule. Schule gehen? Es herrscht Schulpflicht. Ich könnte ja hier zur Schule gehen, so ist es ja nicht. Victor, hast du dein eines Jahr Berufsschulpflicht abgesessen? Wenn nicht, dann gehst du morgen zur Schule. Nee, ich habe im Prinzip noch 4 Monate Schulpflicht, meine ich. Wäre ich nur deutscher Staatsbürger. Ach ja. Leute, außer Schule hier, Schule abbrechen ist ganz einfach. Egal, was der deutsche Staat sagt. Ihr wandert einfach aus. Ja. Man könnte sagen, ich bin kein deutscher Staatsbürger. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Die deutsche Stadt hat nichts bei mir gesagt, wirklich. Ich bin einfach eine Zeit lang, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr zur Schule zu gehen. Ich habe lieber gearbeitet zu Hause, als zur Schule zu gehen. Dann hat sich es keinen gejuckt. Ich hatte aber auch wirklich, ich habe das genau dann gemacht, als die Corona-Pandemie wirklich angefangen hat rumzuballern. Keine Ahnung, ich hatte auch irgendwie keine Fehlstunden bei meinem Zeugnis. Ich hatte irgendwie 11 Fehlstunden, obwohl ich das gesamte Halbjahr weg war. Ich war von einem Halbjahr vielleicht 2 Schultage da. Und in den 2 Schultagen bin ich früh gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Oh, in welchem Land bist du? Ich bin in Paraguay. Größe Kiste. Keine Ahnung. Keine Größe Kiste, Bruder. Kann ich bitte ein Freepad, bitte? Ich wurde gescampt. Kann er bitte ein Freepad, bitte? Er wurde gescampt. Nee. Och, Mann. Kann ich jetzt endlich mal das Legendary? Ich wurde gescampt von Pets Simulator X. Wo lebst du? In welchem Land? Wie gesagt, in Paraguay. Verschenkst du Pets? Dann gib mir das neue Legendary. Das Ding ist halt, wenn im Titel steht, Leute, Leute, merkt euch das. Wenn im Titel steht, dass ich Pets verschenke, dann verschenke ich Pets. Ich meine, gibt es auf YouTube ein Tutorial, wo man das erklärt wird? Ja, Google einfach, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich habe doch selber keine Ahnung, wie man das macht. Ja, ich fühl's einfach mal. Oh, mein Karin Kleine. Haha, du bist gescammt, was? Ich bin gescammt? Anton, ich bin gescammt! Du bist gescammt. Wurde gescampt. Das ist einfach irgendein Crap zusammen. Das juckt mich so überhaupt nicht, was ich gerade fühle. Ich komme nicht in die Lobby. Sollte eigentlich auch nicht. Ich habe nur mein Ding da reingemacht, damit Leute nicht fragen, wie ich auf Roblox heiße. Hey, ich habe ein Hell Chicken Rainbow bekommen. Cool. Erst wegen dem Melonen, da man denkt. Es gibt ja irgendwie 3 verschiedene Wassermelonenarten. Warte, es gibt 4 verschiedene Melonen. Warte, entweder es gibt 4 oder 5 verschiedene Melonen und 3 davon sind verschiedene Wassermelonenarten. Eine davon auf jeden Fall eine Honigmelone. Ich weiß aber nicht, ob es 3 Wassermelonenarten sind oder 2 Wassermelonenarten oder 3 Wassermelonenarten und eine weitere Melone. Das weiß ich. Digga, habt ihr schon mal eine Zwiebel in Paraguay gegessen? Ich denke mal wahrscheinlich nicht. Aber die Zwiebeln in Paraguay sind im Vergleich zu Deutschland so saftig. Habe ich dir das eigentlich schon mal gesagt, Fuchs? Nein, aber ich liebe es. Ich nehme auf, zum Glück, Digga. Oh, das war Content. Das hätte wer Content, den ich weggeworfen hätte. So traurig. Ich weiß nicht, was ich eingeben muss. Exakt das, was du uns gefragt hast. Exakt das. Oh, ich habe fast keine Pets. Wie wird man groß in Roblox? Fertig ist, oh, wer muss nicht eingeben. Ich habe einen Unicorn bekommen. Ich glaube, dann kommen andere Ergebnisse. Trotzdem versuch das einfach. Frag einfach nicht und Roblox Character Size oder Change Character Size Roblox Console. Ja, sowas. Warum kann man nicht beitreten, weil es ein Privatserver ist? Wie heißt Fuchs auf YouTube? Roblox Felix. Ihr kennt doch Roblox Felix nicht, oder was, hä? Nein, ich kenne Roblox Felix nicht. Würde mich schämen, wenn ich Roblox Felix nicht kennen würde. Hm. Wann kann man nicht beitreten? Das ist das Leben. Jetzt kann ich wieder Zeug machen. Oh, ich habe ein neues Hellspider bekommen. Nee, ne? Okay, ich brauche noch einen Demon und dann kann ich den auch Rainbow machen. Krank, Fuchs. Test, ja. So, jetzt muss ich zum Shop wieder. Biu. Der Stream hängt. Der Stream hat exzellent Connection. Genau. Ja, bei mir hat er sehr gute Verbindung. Wisst ihr, was er bei mir hat? Eine zu hohe Bitrate habe ich anscheinend. Ja, das habe ich früher. YouTube hatte irgendwie ziemlich lange jetzt den Bug, dass die angezeigt haben, ja, deine Audio-Bitrate weicht 0 von der vorgeschlagenen ab. Keine Ahnung, die schlagen mir irgendeine Bitrate vor, die schlagen mir 1100 vor, aber ich denke mir, Digga, nein, ich will 13.000 ab. 11.000 meine ich stellen dir mir vor. Hast du Auto-Hedge? Ich habe es genauso eingestellt, wie sie es vorschlagen und sie schlagen es mir trotzdem vor. Ja, so ist das Leben. Aber 5 Gold-Hellbound und 1 Rainbow-Hellbound gefused und 1 Leggy. Hound of Hate. Hound of Hate? Ja, das wird das Legendary sein, oder? Nein, Hound of Hate irgendwie, keine Ahnung, gibt's nicht. Und selbst wenn, dann wäre Hound of Hate dieser Wyvern of Hate. Und das ist der, Dings da, wie ist es nochmal, der... Das ist der Mythical Pet. Mythical, genau. Das Mythical Pet und das Mythical Pet kann man nicht, Fuse. Und du brauchst deine Nachricht nicht 2-mal hintereinander zu schreiben, Digga. Irgendwie haben die ganzen Roblox-Spieler diese Angewohnheit, die gleiche Nachricht irgendwie zu spammen. Und es ist in unserem Chat nicht notwendig, weil nicht so viele Leute bei uns reinschreiben, Bro. Der Grund, warum andere Leute in anderen Chats spammen, ist, weil deren Nachricht sonst untergeht. Aber wir sehen das schon. Und selbst wenn wir das nicht sehen oder nicht antworten, gibt es einen Grund, warum wir nicht antworten. Ja. Meistens, ja. Weil die Frage obsolet ist.
Oder wir sehen straight up die Nachricht nicht. Dann könnt ihr nach einer Minute oder so die gleiche Frage ruhig nochmal stellen. Aber natürlich nicht, wenn sie noch unten steht. Ja, so zweimal hintereinander, Digga. Egal, ich gebe ein, da kommt nix, bin zu dumm. Ich habe Zeiss eingelegen, aber nicht ins HD atmen. Nice. Dann musst du es wohl in den HD atmen. Wenn Anton sagt HD atmen, musst du das HD atmen eingeben. Victor, schreib mal Eurocraft AP bei YouTube. Warum wenn du HD atmen nutzt, dann gibst du einfach ein Zeiss. Ja, warum sollte ich? Zwei. Und dann bist du zwei groß. Und nicht eins. Ja. Oder wenn du so groß sein willst, wie Jojo sich immer machst, dann machst du einfach Size 8. Wie viel macht dein bestes Pad? Meins 660k. Ich glaube, meins 5, noch was. Millionen. Yeah. Was ist der neue Code? Underworld, nur mit einer U. Also die U ist halt groß, ne? Das meine ich. Nur mit einer U. Du schreibst einfach U. Hab ich die U gesagt? Ja, du hast die U gesagt. Aber ich werde das jetzt machen. Ich werde jetzt einfach den Code U eingeben. Den U. Redeem. Hört mal auf zu battlen, das nervt. Real Rap. Real Rap. Der Code U existiert übrigens nicht, Leute. Ihr braucht es nicht versuchen. Die U. Hast du vielleicht drüber nachgedacht, Anton, dass der Code U bei dir nicht funktioniert? Weil du cringe bist. Nee, ich glaube, der funktioniert generell nicht. Ey, wenn du in den Chat Dupe Best schreibst, kriegst du dein bestes Pad doppelt. Krank. Krass. Du wirst einmal gebannt, wenn du es eingibst. Einfach so für 1000 Jahre gebannt, Digga. Ich hasse es, wenn das passiert. Warte, ist meine Musik eigentlich auf Loop? Ja, ist nicht zum Glück. Oh, ich habe 2 Hellspiders bekommen. Nice. Wie viel kosten die normalen Pets? Ich glaube, 11 Millionen kostet das normale Eck. Also, in Anführungszeichen normale Eck. Also, das ist nicht golden. Wie viel hat eigentlich die Region gekostet, die wir uns gekauft haben? 275 Millionen oder so. Irgendwas mit 200 Millionen. Irgendwas. Ja, ist auch nichts. Na, ich habe immer noch 30 Milliarden übrig. Nein, hast du nicht. Milliarden. Hast du nicht vor. Als ob du immer. Ich habe mit 30 Milliarden gestartet. Ich bin jetzt bei 3 Milliarden. Hab probiert, wurde gebannt. Ich habe mit 45 gestartet. Benjamin schreibt, hab probiert, wurde gebannt. Lol. Ich hasse es, wenn das passiert. Scheiße. Hab gestern Rainbow Red Panda für 3 Millionen weggetradet. Was? Die Leute sind doch heutzutage reich geworden, oder? Ja. 135 Millionen kostet dann steht die Tür. So wenig? Ich dachte 200 Millionen. Ich habe nicht auf den Preis geachtet. Ich bin einfach rein. Ich auch nicht. Einfach ich habe irgendwas mit 200, dachte ich, gesehen. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat es davor bei mir in den Chat geschrieben. Warte, ja, anscheinend war es wirklich 135 Millionen. Keine Ahnung, da habe ich irgendwie falsch gesehen. Habe ich mir eine falsche Zahl gemerkt. Ey, Fuchs. Oh, ich ziehe nur Crap gerade. Ich auch. Ja. Fuchs, hi, Tomate. Matthias Pelzer. Hi, Matthias Pelzer. Tomate. Deine Oma kann. Okay. Ja. Nice. Meine Oma kann was geil. Ja, endlich. Endlich zeigt die sich eher würdig. Als würdigen Gegner. Es wird aber jetzt wirklich mal Zeit, dass ich irgendwas ziehe, oder? Es wird auch langsam Zeit, dass ich hier jetzt mal ein Mythical Pet ziehe, weil ich habe nicht mehr viel. Ja. Ich will doch nur ein Mythical Pet. Ich kann doch ungefähr 17 oder 18 öffnen. Ich kann nur noch insgesamt ungefähr 3200 öffnen. Und du hast recht, der Pet Simulator ist besser als der Pet Simulator, der alte. Also Pet Simulator 1. Ne? Ja, auf jeden Fall. Eindeutig. Ich bin halt krass, wisst ihr? Ach, ihr erinnert euch noch an dieses Video, so macht ihr eure Pets Dark Matter. Videos, die nicht gut gealtert sind, sag ich nur. Ja. Bestimmt bald, wenn die nächste Region rauskommt. Bald, weg, ja. Ja, Mann. Ich mache am Tag, wenn bald ich Glück habe, vielleicht 200 Millionen. Ja, ich mache am Tag vielleicht, also wirklich auf 24 Stunden gerechnet, mache ich vielleicht 60 Millionen? Ich hab keine Ahnung. Warum machst du so viel? Ich mach viel weniger. Ich mach über 20 Millionen pro Nacht. Er redet von 20 Milliarden, oder? Milliarden. Milliarden. Genau. Dadurch spiel ich nicht mehr den alten. Absolut verständlich. Der alte ist auch irgendwie. Er ist viel klunkiger und der ist halt nicht so gut, finde ich, wie der neue. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum möchtest du das goldene Eck nicht? Weil ich hier raus mehr Pets rausbekomme. Und ja, ich, und wir wollen das Mythical Pet. Und Digga, ich habe 11,5 Millionen Gems. Da kann ich auch diese paar Gems fürs Gold und Rainbow machen. Fusen. Ausgeben, Digga. Wo ist Pet Simulator 2? Ich habe ein Video über das Spiel gemacht. Ich bin pleite, Leute. Das ist gar nicht so lange. Ich bin offiziell pleite. Oh nein. Ja, jetzt noch die Billo-Eier öffnen. Noch nicht. Es gibt noch keine Dark Matter-Funktion in Pet Simulator X. Wenn du arm bist, Alter. Anton muss einfach die Billo-Eier kaufen. Ja, ich hoffe einfach darauf, dass hier jetzt wenigstens das Mythical Pet rauskommt. Letzter Versuch und. Und. Ich noch ein Versuch und. Ich hab Messi gezogen. Zwei Spiders. Jetzt aber, den letzten Versuch konnte ich mir gar nicht mehr leisten. Naja. Leute, ich hab's nicht geschafft. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich habe euch bitte enttäuscht, Leute. Wir bleiben noch übrig. Ich habe schon fest eingeplant, dass ich ein Mythical Pet ziehe und es dann verschenke. Aber nein. Ja. Gott war gegen mich. Wolltest du es verschenken? Ich wollte es wirklich verschenken. Aber also ich wollte es verlosen in einem Video. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Ich bin immer noch aktiv dabei. Im weiteren Verlauf des Livestreams habe ich dann noch ein paar Pets verschenkt. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch noch ein Video machen. Damit ist das Video vorbei. Das war's und ciao!